Herzlich willkommen bei GWriters. GWriters ist spezialisiert auf akademisches Ghostwriting. Unser heutiges Video trägt den Titel Theoretische Bachelorarbeit schreiben. Vorteile, Nachteile und Herangehensweise. In Gegenüberstellung zur empirischen Bachelorarbeit hat eine Literaturarbeit natürlich diverse Vorteile, allerdings auch einige Nachteile, und das möchten wir euch heute mit den Herangehensweisen einmal vorstellen. Vorteile sind natürlich die Unabhängigkeit von Probanden. Es müssen also keine Daten neu erhoben werden, es herrscht kein Empirieaufwand und man hat eine flexiblere Zeiteinteilung in der Bearbeitung gegenüber einer empirischen Arbeit. Dennoch gibt es natürlich einige Nachteile. Diese sind ein eingehendes Literaturverständnis, ein tiefgreifendes Literaturverständnis, was erforderlich ist für diese Art von Arbeit. Man hat einen sehr hohen Rechercheaufwand und man ist im Grunde abhängig von dem aktuellen Stand der Forschung und kann keine neuen Schlüsse ziehen als die, die schon vorhanden sind oder aufgrund der bestehenden Datenbasis, die man hat. Kurz und knackig zu den Herangehensweisen. Es gibt drei generelle Herangehensweisen, die auch durchgängig akzeptiert sind. Das sind einmal wie üblich These, Antithese, Synthese. Das heißt, man schaut sich zwei Theorien an, stellt diese eben gegenüber und versucht diese dann eben entsprechend zu vereinigen. Man kann auch einen Vergleich ziehen, das heißt, Theorien werden gegenübergestellt, verschieden gewichtet und eben bewertet und daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Oder man geht ganz systematisch heran und untersucht bestehende Theorien, wendet diese eben auf die eigens gestellte Forschungsfrage an und kommt so eben zum Schluss. Dies war ganz kurz ein Beitrag eben zur Literaturarbeit, also zur theoretischen Bachelorarbeit, die man schreibt. Und gerne schaut euch auch das Video zur empirischen Arbeit an.